Hallihallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute mit einem besonderen Thema. Und zwar soll es um dieses Baby gehen. Nikon hat eine neue Kamera, eine neue Vollformat, so viel kann man schon mal vorwegnehmen, eine neue Vollformatkamera rausgebracht. Und das ist die Nikon Z5. Die hatte ich jetzt seit einen guten Monat im Einsatz. Und dazu will ich dir heute ein bisschen was erzählen. Ja, eins muss ich vielleicht vorwegnehmen, das wird jetzt kein Review, wir gehen hier nicht auf irgendwelche Pixelvergleiche ein, es werden irgendwelche technischen Daten verglichen und so weiter. Überhaupt nicht, das machen andere Accounts viel besser wie ich, denen macht es viel mehr Spaß, da irgendwie Vergleiche zu ziehen und so weiter. Bei mir geht es wirklich um eine ehrliche Meinung, Erfahrungsberichte, ja, meine Einschätzung zu dem Ganzen, das Ganze wie immer ehrlich, deswegen folgst du dem Kanal und da möchte ich dir einfach zur Z5 so ein bisschen was sagen. Nikon hat mir die zugeschickt. Ich habe ein Werbevideo dafür auch schon gedreht. Das blende ich dir hier vielleicht mal irgendwo ein, den Link. Kannst du dir mal anschauen. Und ich habe auch schon im Wochenvideo so ein bisschen drüber geredet. Z5, kurz für alle, die es noch überhaupt keine Ahnung haben oder noch gar nichts davon mitbekommen haben. Z5 ist jetzt mittlerweile die kleinste Vollformat in der Nikon Z-Reihe. Und da dachte ich mir, das ist es einfach wert, ein Video drüber zu machen. Ich nutze hier nochmal das fantastische Wetter im Garten. Also falls hier so ein bisschen Nebengeräusche auftauchen, hinten plätschert irgendwo ein Teich, hier summen ein paar Bienen rum und so weiter. Aber ich wollte einfach diese letzten September-Sonnenstrahlen nochmal nutzen, um da wirklich auch ganz locker mit dir über die Z5 zu quatschen. Das ist nämlich eine Top-Kamera. Also klar, im Werbevideo, da muss man sowas immer so ein bisschen schönreden, obwohl ich da auch nicht verpflichtet dazu bin. Ja, also das sage ich auch immer meine ehrliche Meinung, das solltest du mittlerweile ja wissen, aber hier jetzt halt besonders. Es gibt tatsächlich nicht viele kritische Töne, aber wir machen alles mal der Reihe nach. Vielleicht fällt dir von vornherein auf, es ist gar nicht zu unterscheiden, ob ich jetzt hier eine Z6, eine Z7 oder eine Z5 in der Hand habe. Es gibt einen großen Unterschied. Das Rädchen ist von links auf rechts gewandert. Hier ist normalerweise ein Display. Und hier ist das Rädchen. Das Display gibt es jetzt nicht mehr. Irgendwo muss halt eingespart werden. Aber das tut, das kann ich schon mal vorwegnehmen, der Fotografie überhaupt keinen Abbruch. Du kannst die gleichen Bilder machen. Damit hat es überhaupt nichts zu tun. Sonst ist der Body, und das finde ich mega, mega geil, absolut identisch zur großen Z7 und zur etwas kleineren Z6. Kleiner in Form von Leistung, ja, also von der Baugröße sind sie identisch. Das ist so ein, oh Gott, jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster, so ein Gehäuse, was halt Spritzwasserstoß und ich glaube, es ist Magnesium, um Gottes Willen. Jetzt, da Nikon schlägt wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammen, dass ich das nicht weiß, aber es ist einfach gehärtet, es hält alles Mögliche aus. Ich war damit schon um die halbe Welt mit meiner Z7, sie hat alles ausgehalten, von Neuseeland bis L.A. Also da muss ich mir überhaupt keine Gedanken machen und das ist das Wichtige. Und bei der Z5 musst du dir eben auch keine Gedanken machen, denn sie macht auch alles genauso wie die Großen eigentlich. Beim Unpacking in meinem Wochenvideo hat mich die Denise erstmal gefragt, so, ja, was macht, warum ist sie denn jetzt günstiger wie alle anderen? Das ist natürlich ein großer Vorteil. Es ist eine Vollformatkamera, die aber trotzdem relativ günstig angesiedelt ist. Im Einzelpreis auf der Nikon-Seite steht sie gerade nochmal, ich glaube, 300 oder 400 Euro unter der Z6. Und mir ist im ersten Moment wirklich gar nicht eingefallen, was die jetzt halt weniger können soll. Das soll jetzt die Leistung der anderen Kameras überhaupt nicht schmälern, aber es ist einfach nötig, da nochmal ein bisschen drauf einzugehen und drüber zu reden. Was kann sie denn jetzt weniger? Ja, das wisst ihr vielleicht als allererstes wissen, bevor ich da jetzt irgendwie hier irgendwelche Lobgesänge auf die tolle Kamera, was sie wirklich ist, raushau, sondern was kann sie weniger? Das ist das, was dich interessiert. Wo ist der Haken? Warum kostet die jetzt so viel weniger wie die anderen zwei? Und ein richtiger Haken ist es nicht. Also ich muss sagen, wenn du fotografierst, und ich war mit der Kamera jetzt, ich war in Norderney, ich war im Allgäu, ich war, waren wir noch auf dem Nürnberger Volksfest unterwegs, da wo wir eben auch dieses Werbevideo gedreht haben, und ich habe beim Fotografieren wirklich nicht viel vermisst. Also beim Fotografieren verhält es sich 1:1 wie die anderen Kameras. Das Einzige, was so ein bisschen Manko ist, das ist vielleicht die Frames per Second, also wie viele Bilder pro Sekunde die Kamera raushaut. Das sind nur 4, das ist schon enorm wenig. Das muss man mal ganz ehrlich sagen, das ist nicht besonders viel. Da machen die anderen wesentlich mehr und da macht sogar mein Handy mehr. Aber wie oft brauchst du das? Und das ist so ein wichtiges Thema, was du dich bei der Kamera oft fragen musst, wenn sie irgendwas nicht kann. Brauche ich das und wenn ja, für was brauche ich das? Also diese Bilder pro Sekunde habe ich jetzt bei meinen 3 Ausflügen damit tatsächlich ein einziges Mal vermisst. Und das war, als wir Sprungbilder am Strand in den Dünen in Norderney gemacht haben. Wow, also das kann jetzt jeder für sich selber werten, wie oft man sowas hat, wie oft man sowas braucht. Wie gesagt, da habe ich es vermisst, aber da kann man auch drüber wegsehen.
Das nächste ist, sie ist auch nicht wirklich fürs Filmen gemacht. Wenn du jetzt ein Fotograf bist, der ab und zu mal hier ein Reel oder ein Behind the Scenes oder irgendwas filmen will, hey, das macht die natürlich super. Ja, also da hast du ein Full HD, du hast sogar, kannst sogar ein 4K aufnehmen, allerdings dann nur gecropped und du hast halt ein paar weniger Optionen, wie jetzt zum Beispiel bei einer Z6. Dafür, fürs Filmen, würde ich immer natürlich die Z6 empfehlen, die dann halt ein paar Euro teurer ist. Aber so für kleine Sachen, hey, völlig ausreichend. Kannst natürlich auch Videos damit machen. Sie hat hier den Schalter, kannst umschalten von Foto auf Video. Super gut. Allgemein Bedienung, Schalter, Knöpfe. Es ist alles wie bei den anderen Kameras. Du kannst sogar die alten Akkus oder die gleichen Akkus verwenden. Ich habe zwischen Z6, Z7 und so weiter. Mit der Z7 nehme ich jetzt gerade auf. Die Akkus hin und her gewechselt und so weiter. Funktioniert super. Das Einzige, was du nicht wechseln kannst, das sind die Speicherkarten. Speicherkarten hat die jetzt nämlich wieder hier zwei Slots und zwar ganz normale SD-Karten. Die XQD, die in der Z6 und der Z7 drin sind, die wesentlich schneller, robuster und so weiter sind, die hat jetzt hier den Weg leider nicht reingefunden. Aber ich gehe auch mal davon aus, dass wenn man eine Z5 hat, hat man jetzt auch nicht unbedingt noch eine Z6 und eine Z7. Das ist halt jetzt mein Luxus, den ich dank der Nikon-Verträge jetzt habe, dass ich da immer wieder die neuen Sachen zugeschickt bekomme und es testen kann und so weiter. Und daher halt auch ab und zu mal zwischen den Kameras wechselt. Aber normalerweise hast du das ja nicht. Also hier hast du auf jeden Fall die Sicherheit mit zwei Speicherkartenslots, was ja die anderen nicht haben. Die haben die großen Karten drinnen, aber dafür immer nur eine. Die hat zwei. Super. So von Thema Stabi, Autofokus, diese ganzen Techniksachen, da ist sie auch komplett gleich. Sie hat auch die gleiche ISO-Zahl wie die Z6. Soll angeblich laut Testberichten so im oberen ISO-Bereich ein bisschen schlechter abschneiden wie die Z6, aber auch das, da reden wir von ISO-Zahlen weit über den 6000. Wie oft brauchst du das, wie oft hast du das? Das musst du dich halt einfach fragen. Im Vergleich zur Z7 hat sie einfach wesentlich weniger Megapixel. Wesentlich weniger ist auch komplett untertrieben oder übertrieben. Egal, denn die hat 24 Megapixel, die andere hat halt 45. Braucht man die 45? Ich bin gern damit unterwegs, natürlich, weil ich dann öfter mal das Doppelte reinkroppen kann. Ich kann die Bilder groß drucken und so, aber wenn man das nicht braucht, hey, 24 Megapixel ist der absolute Wahnsinn, ist genauso viel wie bei der Z6, langt ja eigentlich auch. Den Stabi habe ich schon angesprochen, mega geil. Habe ich, das sieht man im Video, das ich für die Z5 jetzt auf dem Nürnberger Volksfest aufgenommen habe, in dem Werbevideo, da habe ich es extrem oder extra herausgestellt, denn das hat mich schon überrascht. Da sind die Zs ja allgemein sehr, sehr gut, aber da habe ich tatsächlich mit einer halben Sekunde Belichtungszeit aus der Hand fotografiert, unverwackelt, und das ist natürlich schon eine heftige Nummer. Das Objektiv, das wird leider im Moment noch standardmäßig mitgeliefert. Leider nur aus dem Grund, weil ich halt ein Fan davon bin, ich stelle mir das gerne selber zusammen, wenn ich jetzt das Objektiv nicht möchte. Ich kaufe mir meistens die Bodies einzeln und dann halt die Linsen, die ich brauche. Hier wirst du jetzt gerade noch gezwungen, das 24-50, das neue, mitzukaufen. Ist jetzt kein großer Fail, ja, das ist ein tolles Objektiv, es ist mega klein, mega kompakt, ist ja super easy zu verstauen, wiegt nichts, hat allerdings auch nur, und da auch wieder ein kleines Mango, nur eine 4er Blende. Ja, da kann man jetzt halt, davon halten, was man möchte, wird quasi jetzt im Paket halt mitgeliefert, ist jetzt so, denk aber, da wird sich über den Lauf der Zeit auch noch ein bisschen was ändern. So. Was gibt es noch zu sagen? Das Display hinten ist ein bisschen kleiner, beziehungsweise von der Größe gleich, hat auch Touch und so weiter, hat ein paar weniger Bildpunkte wie die großen Kameras, aber auch das wieder, ne? Braucht man das, will man das? Der innen drinnen ist genauso gut wie bei den anderen, da weiß ich jetzt gar nicht, ob es der gleiche ist, aber beim Durchschauen, ich habe 1A Ergebnisse, ich kann es immer super kontrollieren und auch so von allen Funktionen ist mir nicht wirklich irgendwas aufgefallen. Was ich geil fand, ich habe mit der auch viele Videos aufgenommen, ich habe in Norderney und im Allgäu noch ein Werbevideo für Sennheiser auch gedreht, das kannst du vielleicht mittlerweile hier auch schon irgendwo sehen, falls nicht, dann kommt es bestimmt noch irgendwann. Und da ist es halt mega gut, die hatten ein Mikrofon und einen Kopfhörereingang. Das ist für Kameras in der Preisklasse nicht unbedingt selbstverständlich, haben nicht alle und auch das habe ich hier sehr genossen, wenn man das so sagen kann, zu haben. Allgemein oder im Fazit, um jetzt auch mal zu einem Ende zu kommen, eine sehr, sehr geile Kamera. Für den Preis Vollformat und hier nochmal meine persönliche Einschätzung. Klar, ich habe auch mit Crop angefangen und für den Anfang ist das super toll, aber das ist so der erste Punkt, wo man relativ schnell merkt, dass man über die Kamera hinaus wächst. Also diese Crop-Sensoren, ja, die machen auch einen guten Job und am Anfang ist alles gut,
Aber gerade wenn du dann das erste Mal auf den Vollformat umsteigst, dann weißt du einfach, was du die letzten Jahre vermisst hast. Und deswegen ist meine Empfehlung eigentlich immer klar hin zu einem Vollformat. Und wenn die jetzt so günstig wären, also wir reden ja echt von einem Preis zwischen 1.000 und 2.000 Euro und der wird bestimmt auch noch ein bisschen fallen die nächste Zeit, dann ist das ein heftiger Preis. Vor allem, weil du ja auch die ganzen Z-Linsen, ja, also wir haben hier das ganze Mal Z-Bajonett wieder drauf, mit den anderen Kameras oder von den anderen Kameras auch noch hin und her tauschen, nutzen kannst und so weiter. Also es ist ja die ganz normalen Linsen oder kann die ganz normalen Linsen drauf machen, die es auch für die anderen Z-Kameras gibt. Und das habe ich natürlich auch genutzt auf Norderney im Allgäu und so weiter. Und ich bin mega zufrieden. Also von den Bildern sowieso, von der Handhabung, von den Einstellungen, ich habe nichts vermisst, auch dieses Display da oben. Null. Ja. Und daher muss ich sagen, es ist ganz klar eine Empfehlung. Ich will meine Z7 nicht hergeben, auf gar keinen Fall. Ich liebe die Megapixel, ich liebe es damit zu arbeiten. Aber für alle, die jetzt sagen, so, oh, Z7, 45 Megapixel brauche ich nicht unbedingt, hat Nikon hier auf jeden Fall eine geile Alternative geschaffen. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und das ist auch mein Fazit. Super Alternative, vor allem für Einsteiger ins Z-System, vor allem für Einsteiger, die von Crop auf Vollformat umsteigen wollen. 1A. Kannst du nicht besser machen, hol dir die Z5 und du wirst einen Haufen Spaß beim Fotografieren haben. So, ich hoffe, das war genug ehrliche Meinung von mir. Wie gesagt, ich nehme da auch kein Blatt vor den Mund, auch wenn ich für Nikon ab und zu mal arbeite und für die auch Influencer bin. Aber es gab auch ein paar kritische Töne dazu, klar. Aber so im Endeffekt ist es ein tolles Gerät. Sag mir gerne deine Meinung unten in die Kommentare. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Sagst du, hey, das wäre auch was für mich, hole ich mir. Oder hey, ich bin mit meinen anderen so happy und wenn die so gut ist, dann kann ich eigentlich auch nur einen Daumen hoch dafür geben. Also sag einfach mal deine Meinung. Sagst du, das ist sinnvoll, mit einer Vollformat zu fotografieren oder bleibst du lieber beim Crop und so weiter. Mich würde es einfach interessieren, was du dazu sagst. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wieder sehen. Ja, und wenn du noch ein bisschen Zeit hast oder vielleicht auch nicht genug bekommen hast, habe ich hier noch zwei weitere Videos für dich, die du dir gerne anschauen kannst. Und natürlich solltest du auch den Kanal da unten abonnieren. Ganz wichtig, dann verpasst du keine Videos mehr, kriegst immer eine kleine Meldung, wenn was Neues online geht. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn du immer wieder einschaltest.